Ja, willkommen zurück zu Illusion of Time für das Super Nintendo. Wir sind jetzt in Mu und, oder auf Mu, je nachdem wie man es betrachten kann. Also teilweise auch auf den Osterinseln. Und ja, da geht's jetzt weiter. Wir haben einmal schon mal das Wasser abfließen lassen. Oh, das ist eine Schatzkiste. Und wir haben somit Fortschritt erreicht auch. Und jetzt konnten wir uns in Frieden verwandeln, glücklicherweise. Mit dem die Reise jetzt fortgesetzt wird. So, mal schauen. Das ist ein bisschen angenehmer auch, die Gegner schneller besiegen zu können. Wobei das auch ziemlich noch gedauert. Oh nein! Das ist mies, was jetzt kommt. Da nutze ich doch... Ich weiß gar nicht, ob das hier so funktioniert. Doch, den Dark Friar. Weil wir müssen mit Hilfe der Blase da nach oben. Wenn er sich da in den Weg stellt, ist das nicht so gut für uns. Darum ist es besser, den Golem da aus der Distanz zu besiegen. Denn ihr seht ja, ich komme hier so nicht hoch. Ich muss hier so ein bisschen Schwung haben, damit ich da hochkommen kann. So. Oh. Doch jetzt. Oh, ich komme da trotzdem ran. Okay. Dann manchmal tauchen die auch da auf, wo ich nicht rankomme, aber ja, Freedens Schwert ist ja ziemlich lang. Gut, das können wir jetzt auch ein bisschen falsch verstehen. So. Ja. Weg mit euch hier. Jetzt stellt sich die Frage, hier entlang oder oben? Ich kenne das nicht auch jetzt hundertprozentig nicht auswendig. Hier ist... Ah, da geht's dann später runter, wenn ich das zweite Mal das Wasser abgeflossen lassen habe. Hier sind noch Gegner hier oben. Und da komme ich noch nicht durch, hier durch dieses Loch hier. Tja, Frieden ist so groß, dass er nicht durchs Loch passt. Wieder eine zweideutige Anspielung. Okay, lass mir das. Weiter geht es jetzt hier. Oh nein, das ist eine zeitbasierte Scheiße, die jetzt kommt, ne? Oh, obwohl eigentlich gar nicht. Ich hab doch den Dark Flyer. Kann ich mir das vereinfachen? Weil dieser... Bevor ich das mache, zeige ich euch das einmal kurz. Dieser Schalter, wenn ich den drücke, da verschwinden die Stacheln. Aber auch nur für eine kurze Zeit. Aber... Wir haben ja den Dark Friar und können den Schalter auch so aktivieren. Oder auch nicht. Gut, das haben die bedacht. Das haben die bedacht, die Entwickler. Okay. Ein Versuch war es ja wert. Ja, wenn man wieder zurück will, dann kann man hier diesen Schalter drücken. Ne? Das ist ja klar. So. Jetzt geht's hier mal weiter. Hier ist wieder so ein Loch. Oh! Come on, der kam überraschend. Das war ja unfair. Mist viel. So viel Schaden hat er jetzt gar nicht gemacht. Oh, den will ich besiegen hier. Weil ich komme da ja noch vorbei an dieser Stelle. Aber trotzdem habe ich Lust, den jetzt schon zu besiegen. Oh! Oh. Das bringt sogar hier was. Ja, da entsteht ein Statuenkopf. Gut. Ja, okay. So, die Gegneranzahl interessiert uns jetzt noch nicht. Sondern erst, wenn... Oh Gott. Ja, wie hätte ich da noch durchkommen sollen? Sondern erst, wenn wir das Wasser komplett abgeflossen haben lassen. So. Also wenn das Wasser komplett abgeflossen ist, so.
Ja, ihr seht ja schon, das ist ein ziemlich unübersichtliches, riesiges Gebiet. Und ich glaube, jetzt muss ich mich in Will zurückverwandeln, ne? Yep, dann hier bekommen wir eine Fähigkeit. Eine neue Fähigkeit für Will. Psychoslider-Kraft kann nun verwandt werden. Nur Will kann den Psychoslider anwenden. Du kannst nun mit viel Schwung rutschen, um dich durch enge Passagen zu schieben. Drücke im Laufen den Angriffsknopf. Ich finde es gut, dass sie hier sagen, drücke im Laufen den Angriffsknopf und nicht, dass sie sagen, drücke im Laufen A oder drücke im Laufen B. Gut, wenn es jetzt angepasst wäre nach der Tastenbelegung, dann ist es okay. Aber hier ist es allgemein Angriffsknopf, weil es gibt ja zwei Tastenbelegungsarten. Und deswegen kann man damit nicht sagen, wenn ich jetzt sagen würde A, ja, funktioniert bei mir nicht, da ich jetzt die Tastenbelegung 2 nutze. Deswegen ist es gut so gelöst. Du bist verwundet, schließe deine Augen, jo. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens, erhöre meine Ratschläge. Wills Kraft ist der Psychoslider. Benutze ihn, um durch enge Korridore zu kommen. Achte darauf, dass du die Risse in der Klippe nicht übersiehst. Ja, die habe ich schon gesehen. Da habe ich schon drauf aufmerksam gemacht. Psychoslider geschehen speichern? Yep. Es ist vollbracht. Reise fortführen? Gerne. So sei es. Nee, wohl, ja. Das, ich brauche nicht jedes Mal vorlesen. Ja, wie sieht denn der Psychoslider aus? Ich brauche einfach nur Anlauf nehmen und so rutschen. Oh, das ist doch episch. Dazu musste er jetzt so eine Kraft bekommen. Das, hätte er nicht von alleine auch rutschen können hier? Also, da braucht man doch nicht so eine Kraft für, also so eine Magie. Ja, na gut. Ist nun mal in dem Spiel so. Wobei, es ist ja, ich weiß ja nicht, wie glitschig der Boden hier ist. Ist es auch nicht, denke ich mal, gut möglich, so zu rutschen hier auch so, ne? Weil ich würde mir nicht trauen, so zu rutschen. Und würde auch nicht so weit kommen. Jedenfalls nicht, wenn das irgendwie nicht, kein Eisboden ist oder kein glitschiger Boden ist oder so. Oder Schlamm oder sowas. Da rutscht man ja eher dann. Aber hier... Na gut, hier war vorher Wasser, ne? Das müsste ja eigentlich ein bisschen glitschig sein, ne? Aber egal. Das ist auch bei in trockenen Gefilden rutscht er genauso. Von daher, ja, kann man... Ist es schon in Ordnung, dass es so als... dass er das erst erlernen muss, so. Vor allem, wenn das, ne, hier ist er ja weiter gerutscht hier. Also, ja. Das ist, denke ich mal, so ohne, dass man das jetzt so gelernt hat, denke mal, nicht so gut möglich. Aber man soll auch nicht immer alles hinterfragen, was in Videospielen vorkommt. Denn Videospiele sind im Allgemeinen unlogisch. Es gibt kein Videospiel, das, vollkommen logisch ist. Nicht der beste Simulator oder sowas. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die es in der Realität nicht gibt. Also in den Spielen selber, ne? So, jetzt brauchen wir hier wieder diesen Kreis oder diese Blase hier. Diese pulsierende Blase hier. Um hier wieder hochzukommen. Was heißt wieder? Hier waren wir ja gar nicht hier oben. Moment. Das ist der einzige Weg, ne? Hier müsste ich... Na, werde ich noch sehen, ob man da noch irgendwie... Vielleicht kommt man ja auch von hier aus. Ah ja, doch. Man kommt von hier aus dahin, ja. Dann ist es ja auch alles in Ordnung. So, und jetzt kann ich auch diese Mistviecher hier schneller besiegen, denn mit dem... Oh, habe aber Schaden genommen. Mit diesem Psychoslider kann man auch mehr Schaden machen. Ich sollte es aber erstmal lassen, solange meine Kraft noch nicht verstärkt wurde. Denn diese Pfützen brauche ich auch nicht damit besiegen. Aber jetzt hier so. Ich bin ja doch lieber vorsichtiger. Ihr seht ja, wie viel Schaden die jetzt gemacht haben. Auf 4.
ich mache den nur so wenig. Das nervt mich ein bisschen. Vor allem, wenn die diese scheiß Steine da mehrfach werfen, das nervt einfach nur. Oh, hier sind sogar 4 von denen. Und dann in der Mitte noch so ein... So eine... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was es sein soll. So eine Schlange aus Energiebällen oder was. Deswegen ist es ziemlich gefährlich hier an dieser Stelle. Zeit, dass wir mal irgendwie mal wenigstens die Kraft erhöht bekommen. Das nervt richtig, diese Mistviecher zu besiegen. Ja, hör mal auf damit! So. Ja, verarschen. Ja, du feiges Drecksfieder. Ich bin ja wieder so nett zu den Gegnern, ne? Wie man das ja von mir kennt. So. Ja. Habt euch sicherlich daran erinnert, dass es dort unten ja auch noch eine Statue gab, die erschien, nachdem ich einen Gegner besiegt habe. Das heißt also, falls ihr euch auch an den letzten Part erinnert, wenn sich die Blicke zweier Statuen treffen, also da, wo sie sich eigentlich treffen würden, ne, dort erscheint etwas oder dort bekommt man etwas. Aber erstmal gucke ich mal hier, ob ich... Ja, nicht, dass ich hier noch Gegner übersehe. Oh, ich bekomme die Stärke erhöht, yay! Endlich mal ein Level-Up hier. Also ein Level-Up im Sinne von Stärke wird erhöht. So, und jetzt muss ich irgendwie ja raten, wo ist jetzt die andere Statue? Hier. Du hast die Statue der Hoffnung gefunden. Statue der Hoffnung? An einem Raum hatte ich diesen Namen gelesen. Ja, es gibt logischerweise noch ein, ja, so ein Raum der Hoffnung. Denn wir müssen ja auch einmal Wasser abfließen lassen, ne? So, hier in diesem Gebiet sind alle Gegner besiegt, das erfreut mich auch. Jetzt muss ich aber erstmal, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Raum der Hoffnung ist. Weiß es auch gar nicht. Ah, doch, 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 doch. Ich muss hier noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Denn es gab ja 2 von diesen Unterführungen hier, ne? Oder was heißt Unterführung? Also diesen Löchern hier. Ich habe die ja Löcher genannt. Dieses hier. Und das gibt es ja noch irgendwo. Das weiß ich aber gar nicht. Moment, bin ich jetzt von hier ausgekommen? Ja, bin ich. Das heißt, ich muss also in die andere Richtung gehen. Denn mit Freedom konnte ich da ja nichts machen. Und mit Will natürlich vorher auch nicht. Bevor die diese Kraft gelernt hat, hier, diesen Psycho-Slider. Ah ja, jetzt muss ich hier wieder zurück, genau. So, viel Backtracking hier. Es ist die Rücklaufinsel hier. Okay. Hier. Nee. Hä? Das war oben, ja? Wo war denn das jetzt? Hier war das. Da komme ich dann. Das ist eine Abkürzung zurück hier. Jetzt bin ich hier im Startgebiet. Und da ging es ja auch schon nach unten hier, ne? Also hier. Hier, genau. Und dann ist da oben. Genau, hier oben. Dieser Raum der Hoffnung, oder? Wie es hier steht, Tempel der Hoffnung. So, dann muss ich die Statue dort einsetzen. Du hältst die Statue der Hoffnung hoch. Ein leises Flüstern füllt den Raum. Sonnengott Rama.
Das Wasser soll deinen Kräften weichen. Okay. Und sagt Lilly nicht? Oh, guck mal, das Wasser ist abgesunken. Ah, jetzt können wir hier diese Schatzkiste erreichen. Das ist doch nice. Das ist doch richtig nice. Rotes Juwel gefunden. Das einzige, das es hier zu finden gibt in Mu. So. Konnte man hier, wenn man hier rumgeht, konnte man da noch irgendwo hin? Gut. Dann hätten wir das jetzt auch. Ja, jetzt müssen wir den tiefen Bereich auch untersuchen. Und ja, jetzt da, das ist der Startpunkt. Da wollen wir nicht wieder zurück in den Meerespalast. Oder wie es im auf dem Spielstandbildschirm Seepalast heißt. Die können sich auch nicht entscheiden. So, jetzt muss ich wirklich alles absuchen. Also ich habe ja auch schon die Gegner gesehen, die es hier gibt. Hä? Neben mir ist ein Gegner? Wo? Ah, das ist bestimmt dieser Hexer, ne? Wo ist er? Wo? Egal. So. Weiß ich, konnte man hier jetzt, auch schon runter? Ja, hier konnte man schon mal runter, aber ich weiß jetzt nicht, ob man... Da ist auch eine Schatzkiste. Wow. Oh, hier. Er hier. Oh. Ja, diese feige Ratte. Oh. Oh. Oh, das ist so ein Feigling. Dieses dreckige Mistvieh. Oh, ich habe ihn mal zweimal getroffen. Das hat er auch nicht anders verdient. So. Ich guck mich erstmal um, wo ich schon mal war hier. Oh ne, aber habe ich jetzt aber keine Lust drauf, hier jetzt das zu machen. Ja, da gehe ich jetzt lieber doch zurück. Ja, es ist ein viel hin und her gerenne hier in diesem Gebiet. So ein bisschen nervig ist es auch, aber ja, ist doch zu ertragen. Hier. Fertig. Will ich mich in Frieden verwandeln? Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann aber die Energie mal auffrischen. Das kann ich machen. Ein Speichern auch mal so zwischendurch mal. Okay. Ja. Ja, in Frieden sich zu verwandeln, das ist Blödsinn. Weil man braucht Wills Kraft, ja. Ich will jetzt nochmal da zurückgehen und dann nochmal durchsliden. Also hier in diesem Startgebiet hier. Ich glaube, da konnte man, in dem Raum konnte man dann runter. Wenn ich jetzt hier... Mach doch! Du sollst sliden, du Hansel! So. Ah, Moment. Ja, da kann man runter. Das ist gut. Endlich mal hier ein Fortschritt. Das ist wirklich grausam hier in diesem Dungeon. Weil hier kann ich auch noch durch. Weiß gar nicht, ob ich das schon möchte. Geh erstmal hier entlang. Zwei Gegner sind hier. Oh, zwei von diesen Pissern. Nein, da geht er raus, dieser Idiot, ey. Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. Oh, die Abwehr wird erhöht. Die Energie noch gar nicht hier, ne? Die Energie wurde bisher noch gar nicht erhöht. So, was haben wir hier? Drei Gegner und ein Schatz. Und noch ein Sphärenportal. Ah,
Ah, hier ist es ja schon. Achso, das ist das eine Sphärenportal, das ich am Anfang genutzt hatte, als ich mich das erste Mal, oder was heißt das, das einzige Mal in Frieden verwandelt hatte. Erstmal diesen Pisser hier besiegen. Und die Stärke wird wieder erhöht. Yay. Deine Stärke hat sich erhöht. Rama-Statue gefunden. Ja, von diesen Rama-Statuen gibt es zwei. Und schaut euch mal mein Inventar an. Ja, ich muss ein Juwel zum Juwelier schicken. Das mache ich am besten jetzt mal. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht, ne? So könnt ihr es auch mal ansehen. Du hältst das Juwel hoch. Rote Juwelen fliegen in einem einzigen Lichtstrahl zum Juwelier. Das musste sein, weil ich Platzmangel habe aktuell. Es gibt nämlich noch eine zweite Statue. Eine zweite Rama-Statue zu finden. Da muss ich... Warte mal. Dazu muss ich genau hier wieder zurück. Und dann war hier doch noch... Genau, hier konnte man auch durchsliden. Gegner gibt es hier? 5. Und Sphärenportal? Achso, das ist das... Ja, das ist das Sphärenportal... Das ist das Sphärenportal, bei dem ich diese Kraft bekommen habe. Also diesen Psycho-Slider. Ach, verwenden sollte! Wenn er nicht so dumm... Wenn Willen wenn nicht so dumm wäre hier. Hä? Der war gar nicht im Bild, diese feige Ratte. Komm her hier. Oh, auch mal die Energie erhöht hier. Denn Energie hat sich erhöht. Unten, da geht's, glaube ich, zum Boss. Aber hier gibt's auch noch Gegner, ne? Ja. Man sehen kann wieder solche. Diese feigen Ratten, ey. Hasse euch dafür, dass ihr feige seid. Der zweite. Da. Ja. Da wird nochmal die Abwehr erhöht, okay. Haben die auch noch Gegner? Nee. Ja, da geht's zum Boss. Da will ich noch nicht hin. Oder da kann ich auch noch nichts machen. Weil ich beide Rama-Statuen brauche, um da überhaupt weiterzukommen in dem Raum da. So. Sechs Gegner sind hier noch. Ein Gegner noch. Ne, drei Gegner noch. die sind hier oben? Oder wie? Darf ich das jetzt verstehen? Hey, hier oben ist doch gar nichts. Hä? Ah, hier geht's. Ah, hier geht's ja weiter. So. Ah, hier. Oh! Wow, den hätte ich fast übersehen, weil ich gerade eben auf den anderen Golem geachtet habe. Irgendwo muss doch ein Gegner sein. Ah, hier. Die Pfütze hier. Und nochmal die Energie wird erhöht. Sehr schön. Und dann haben wir sicherlich jetzt auch die zweite Rama-Statue, ne? Rama-Statue gefunden. Sehr schön. So, ich denke mal, jetzt haben wir auch alles. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir überall jetzt die Gegner besiegt haben.
Das checke ich mal über den Spielberater aus. Da kann ich jetzt die Räume zählen und da gehen wir im nächsten Part die Räume nochmal ab. Ob ich da auch wirklich überall alles besiegt und gefunden habe. Na, das werden wir dann im nächsten Part machen. Bis dann und tschüss.